There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Willkommen. Bonjour. Genau. Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Aus Avignon. Genau. Entschuldigung, ich habe den Mund noch voll. Dann mache ich das jetzt. Aus Avignon. Und wir stehen hier auf so einem kleinen Campingplatz. Also das ist stadtnah auf der Insel in der Rhone. Ja, Plätze sind genug frei. Kein Problem, Platz zu kriegen. Hier ist wohl auch noch ein Stellplatz, aber der hat zu. Genau, der hat seit geraumer Zeit schon zu, aber gut. Ja, genau. Der ein oder andere Deutsche ist tatsächlich hier, Münster. Seid gegrüßt. Ja. Ja, wir haben jetzt erstmal ein Käffchen gemacht. Genau. Und Croissants, Schokocroissants, ganz klar, ne? Klassisch. Muss sein, oder? Ja, Frankreich Schokocroissants. Und wenn wir gleich die Kamera aus haben, dann nehmen wir auch unseren Begrüßungsdrink. Ja. Das machen wir jetzt nicht immer vor der Kamera, fällt mir so immer ein. Dann meine ich, alle, MS. Wir sind Alkoholiker. Also wir haben kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Aber Birgit und Detlef, MS, ne? Ihr wisst genau. Bescheid. Seid gegrüßt an dieser Stelle. Nee, wir werden jetzt, heute machen wir glaube ich nichts mehr. Ich muss noch tatsächlich ein bisschen arbeiten. Ja, wir fahren gleich einmal kurz mit dem Fahrrad in die Stadt. Genau, ein bisschen einkaufen. Machen wir dann Avignon mit Papstpalast und Sur le Pont d'Avignon und alles. Genau. Da nehmen wir euch dann wieder mit. So, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Bonjour. Wir werden heute mal die Stadt Avignon unsicher machen. Wir gehen jetzt zum Shuttle-Schiff. Man kann einmal über die Brücke laufen nach Avignon
Oder man läuft ein Stückchen. Ich glaube, die ist hinter uns, die Brücke, kann das sein? Ja, genau, da kann man drüber laufen. Ja. Oder man macht das Ganze in schön, läuft die Rhone hier entlang und fährt dann mit so einem Shuttle-Taxi über die Rhone. Das soll kostenfrei sein. Free. Wir schauen mal. Free. For so, free. Nur sehe ich da jetzt gar kein Bötchen. Ich hoffe mal, es fährt. Okay. Naja, werden wir gleich sehen. Ne? Sonst müssen wir zurücklaufen. Das sieht schon total schön aus. Ne? Ja. So, Sonne scheint, blauer Himmel. Perfekt. So, ein Satz mit X. Also es ist kein Bötchen in Sicht. Und nee. Wir haben uns entschlossen, wir halbe Weg, dass wir jetzt zurückgehen und über die Brücke laufen. Ja, grundsätzlich wäre der Weg ja auch länger zu laufen. Aber, ja, schöner. Aber auch schöner vielleicht. Wir gehen jetzt da hinten über die Brücke und dann in die Stadt. Genau. Also über die Brücke ist näher. Das stimmt. Ja, nicht nur näher, auch näher. Also zu laufen. Ja. Zu laufen ist es kürzer. Kürzer, genau. Nicht nur näher, sondern kürzer. Naja, wir werden mal sehen. Wir gehen jetzt gleich mal in die Stadt und werden berichten. Ja, das werden wir tun. Viel Spaß dabei. Flying low under the radar, like a nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. Gefühlte 1000 Stufen hochgelaufen. Ja, wenn ihr dann diesen kleinen Marathon geschafft habt, werdet ihr durch einen super schönen Ausblick belohnt. Richtig. Und jetzt hier oben ist dieser Garten. Genau, von vor dem Papstpalast. Vom Papstpalast. Ist hier schon der Papst hergelatscht? Ja, der hat ja diesen, der Papst, boah, weiß ich nicht, schlag mich tot, hat diesen Palast erbauen lassen. Ja, der erst wahrscheinlich. So alt wie der Zeus ist. Ich schaue gleich nochmal. Ja. Ja gut, das ist ja auch nicht unsere Welt, sowas. Aber anstrengend, aber schön. Ja. So, und dann geht es ja auch nochmal zur anderen Seite, Richtung Brücke, da die halbe. Das versuchen wir, das war eigentlich unser Plan, zur Brücke, zur Pont d'Avignon. Nein, nein. Aber wir haben uns anders entschlossen und gehen erstmal zum Garten nach oben. Genau. So, Wetter ist immer noch super. Ja. Jetzt wird's warm. Alles klar, wir gucken uns jetzt mal den Garten an. It's time to stand up straight and step into the light. It's time once and for all to have equal rights. Come along now. Hey now, it's okay now. You don't have to hide from the world no more. Hey now, it's okay now.
sehr schön, oder? Also man sollte schon einen Plan hier haben von der Stadt, weil sonst wird das schwierig. Ne? Hier sind so viele kleine Gassen und also da verläuft man sich gerne. Aber richtig nice. Ja. Kannst du nicht anders sagen. Richtig schön. Wer auf Kirchen steht, der kommt hier voll auf seine Kosten, glaube ich. Ja, und Museum. Hier ist Museen, sehr, sehr viele Museen. Jetzt hier gerade bei den Wassermühlen, da sind wir ja durch die Künstlerviertel. Ja, anscheinend war das so mal so ein Künstlerviertel. Ja, jetzt ist aber dunkel. Jo. Jo. Das ist nicht schlimm. Ja, jetzt gucken wir mal, da gibt es noch ein Museum, wo so Ausgrabungsgezeug so mit Gedönse. So, zeig Akku leer. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Musée Requillon. Genau, da sind wir gerade stehen geblieben. Der Herr hat da... Wer, ich? Nein, der Herr Requillon oder wie auch immer. Das sind so Skelette, Dino-Skelette, Ausgrabung. Irgendwie sowas in die Richtung. Und die gucken wir uns jetzt an. Genau, da gucken wir mal, ob wir zu gucken kriegen. Und ihr seid dabei. Wenn nicht, vorspulen. Klein, aber fein. Ja. Kann man machen. Eintritt ist umsonst. Genau, das ist so die Fauna von ja, Millionen von Jahren, so von Urzeit, also ja, aktuell, Vulkanausbrüche und aktuelle Tiere, ausgestopfte, ne, so ja. Adler und, ja, und so. Und halt T-Rex hat er da noch liegen. Ammoniten und Versteinerungen. Mannis, der Mammut. Manni, genau. Also ist ganz interessant. Dafür, dass es frei ist, keinen freien Eintritt. Guck mal, da oben steht es, wie es heißt. Könnt ihr das sehen? So, bei der Gelegenheit. Wir gehen jetzt wieder zum Campingplatz. Genau, wir sind jetzt fertig hier. Das war unsere Sicht von Avignon. Yep. So wie wir es haben kennen und lieben gelernt. Schöne Stadt. Ja. Viele interessante tausend Dinge. Boah, also. Sehr schön, sehr, sehr schön. Schönen guten Morgen. Morgen. So, wir wollten noch was über den Stellplatz hier sagen, bevor wir gleich unmittelbar danach nach Nizza fahren. Ja, Campingplatz. Habe ich gesagt? Du hast Stellplatz gesagt. Guck zu, habe ich das falsch gesagt? Ja. Ich meine Camping-Bagatelle auf der Insel. Das ist eine Bagatelle. An sich ein sehr schöner Campingplatz. Die Plätze ein bisschen uneben, aber das lässt sich durch Keile ganz gut ausgleichen. Viel Bäume? Viel Bäume. Also alle, die Schüssel haben, bin mir nicht sicher. Sehr freundlich. Sanitär hast du? Sanitär. Fähr- und Entsorgung hast du? Waschmaschinen hast du? Ja, Brötchen kannst Service, du bestellen. Ja. Also Baguette und Croissants und sowas und Gedönse kannst du abends bestellen und für den nächsten Tag. Sehr ruhiger Platz eigentlich, auch wenn er jetzt gerade versucht, irgendwie den Laub zu saugen. Der macht hier sauber. Für den großen Ansturm, der da erwartet. Also es ist leer. Was heißt leer? Also man findet einen Platz. Gegen Nachmittag füllt es sich.
Und dann sind so wohl auch viele wieder wie in Lyon halt auf Durchreise, ne? Und morgens leert sich das wieder dann alles. Ach so, bei der Gelegenheit. Wir kriegen ja immer relativ viele Fragen über unsere Trockentrenntoilette. Und wir hatten ja, glaube ich, damals gesagt, wir probieren auch unterschiedliche Streumittelchen aus. Und wir hatten ja sonst dieses Kleintierstreu, klassisch Standard, ne? Ja. Und haben jetzt gewechselt, also jetzt hier in diesem Urlaub seit 5-6 Tagen, diesen Kokosfaser Raspelzeugs. Das kriegt man so als Block. Ja. Das weicht man dann in Wasser ein, dann wird es so. Genau. Und, da werden irgendwie 9 Liter Füllvolumen raus. Bei 3,5 Liter Wasser oder irgendwie so. Da haben wir uns ein extra Schüppchen dafür geholt. Weil das Kleintierstreu, das haben wir immer mit der Hand eingestreut, aber das ist natürlich bei dem ist wie ähnlich wie Erde, so, ne? Mutterboden, Anzugserde, irgendwie und so. Da haben wir uns jetzt ein Schüppchen für geholt und also ich finde, das funktioniert sehr gut. Ja. Bei dem Kleintierstreu hat man ja immer diesen Geruch von diesem Streu auch, ne? Und das hat man hier bei dem Holz, ne? Bei dem jetzt gar nicht, ne? Also ich muss auch sagen, ja, bei dem Kleintierstreu hat man vielleicht ja so ein Grundgeruch gehabt, so, ja, so holzig. Streu, Streugeruch, ja, ne? Den hat man so ja, ne? Kleintiergeruch, sag ich ja, mal, ne? Das ja. Typische, also kenne ich noch, als ich Pico war. So, aber jetzt mit den Kokosfasern, tipptopp. Also muss überhaupt ich ganz ehrlich sagen, tipptopp. Also gar nichts, ne? Ich weiß, dass Brigitte und Ernst hat ja auch schon länger machen und wir haben uns da jetzt auch mal drangehangen an die Geschichte. Ja, ja. Und ich muss sagen, ist besser als dieser Kleintierstreu. Ja. Auch vom Handling her. Ja. Kleintierstreu ist so ein bisschen ja, so luftig, gröber so auch, ne? Gröber, ja, aber auch wenn du mit der Hand nimmst, auch mit der Schippe, da geht immer was vorne in den Pinkelbecken rein, so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Hast du jetzt in der Phase gar nicht, weil ist ein relativ schwerer Boden oder ja. Ja, wobei ist ein leichter Boden, ja, aber halt eben schwerer durch die Schippe, als glaube ich, auch gut zu handeln. Ne? Ja. Also ich habe mir dabei so ein 1-Euro-Schüppchen, so ein Sandschüppchen geholt und das funktioniert. Mehlschüppe sagt man auch dazu. Das Sandkasten. Mehlschüppe oder Sandkasten? Ja, auf jeden Fall wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass wir jetzt geswitcht haben und dass die Kokosfaser aus unserer Sicht deutlich besser ist. Ja, ja. Auch saugfähiger, glaube ich. Also man braucht nicht so viel, ne? Man braucht nicht so viel, ja, das stimmt. Also ist alles tippitoppi. Also nur mal so. Ich guck mal, ich verlinke euch das Zeugs mal unten in der Bio, was wir da jetzt genommen haben. Und ja, ist auch nicht teuer. Ja, das war's jetzt zu dem Campingplatz. Haben wir noch irgendwas genau. vergessen? Bestimmt, aber ihr könnt Fragen stellen. Also, als Station für Avignon perfekt. Zu empfehlen. Ja, schon, also, schon perfekt. Ja, doch. Also du bist ja in 5 Gehminuten bist ja in der Stadt. 10. 8. Letztes Angebot. Aber sind wir auf dem Basar hier oder was? Die haben hier übrigens, was ich sehr, sehr angenehm empfunden habe, wenn man unten an die Hauptstraße hinkommt, haben die einen extra Fahrradweg und Fahrradübergang und Fußgängerübergang gemacht über die Hauptstraße. Habe ich doch gefilmt. Hat er gefilmt? Hat er. Ich wollte es aber nur noch mal lobend erwähnen, ja, weil da müssen die Autofahrer anhalten. Das ist nicht wie ein Zebrastreifen, sondern da haben Fahrradfahrer und Fußgänger Vorrang. Und das finde ich richtig gut. Also da kann man richtig gut langfahren. Das ist wie in Holland, nur in grün. In Holland ist es rot, glaube ich. Ne? Es wird hier viel gemacht für die Fahrräder, finde ich. Ne? Also ja, Fahrradfahren kannst du gut hier. Da kannst du echt. Ja. Gut, lass uns abjuckeln. Wir müssen um 12 Uhr vom Platz. Genau, und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ja, 2,5. 3 Stunden. Ja, 2,5, 3. Also, wir sehen uns in wieder. Nizza. Genau, bis dann. Ciao.